Frankfurt wird dieses Jahr richtig genial. Also mein erster Marathon 2014 war so mein Debüt. Ja, also keiner wusste, was ich drauf habe. Und das war so der Einstand beim Marathon mit einem tollen Negativsplit. Also sind noch tolle Erinnerungen vorhanden. Dann das Jahr später eine knappe Minute schneller mit dem deutschen Rekord. Das haben sicherlich noch einige präsent. Und dann musste ich ein Jahr aussetzen aufgrund von einer Verletzung. Das war meine erste große Verletzung in 21, 22 Jahren Leistungssport. Und das war eine harte Zeit, aber ja, die wird jetzt in Frankfurt hier beendet sein, diese Durststrecke. Und deswegen nenne ich das halt Comeback. Und die Verletzung hat schon mir ein bisschen mehr Gelassenheit gebracht. Also ich bin ein bisschen ruhiger geworden, lass auch mal 5 gerade sein. Und die Qualität jetzt gerade aktuell im Training ist in den wichtigen Einheiten top. Also wirklich richtig gut. Der Kopf ist frei. Von daher mit einer gewissen Lockerheit und mit einer sehr guten Form ist es durchaus machbar, noch schneller zu laufen als diese 2:08:33. Wir werden ungefähr auch in diesem Bereich angehen. Also wir werden deutlich langsamer als 2015 angehen, weil da sind wir ja 63:20 angelaufen. Also es war damals sogar auf Europarekordkurs, wofür ich dann halt büßen musste. Na, die zweite Hälfte fast 2 Minuten langsamer gelaufen. Von daher ein bisschen defensiver angehen und hinten raus mehr Spaß haben.